Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4! Ja, im letzten Part haben wir einen unmöglichen Kampf gefühlt gemacht. Und heute sind wir wieder ganz normal und base back in den normalen Raid-Kämpfen. Ich habe 5 Charaktere. Achtung. Und wir kämpfen heute gegen Dabra. Das wurde sich gewünscht. Wo ich tatsächlich sagen muss, dass ich nie gedacht hätte, dass sich das mal gewünscht wird. Alter. Okay, Dabra übertreibt seine Lage aber maximal. Okay. Man muss dazu sagen, ich habe gerade Budokai Tenkai, Raging Blast aufgenommen. Deswegen bin ich noch so ein bisschen in der Steuerung drin. Aber das ändert sich gleich. Das ändert sich gleich wieder. Gleich bin ich wieder drin. So. So. Und bis dann. Ich bin ja normaler Gohan, fällt mir gerade auf. Deswegen ist das gerade so ein bisschen weird. Hey, wer wird denn gleich? Hey! Dabra, ganz ruhig. So, nimm das. After Image Strike, okay. Goku, komm mal bitte ran. Ich will heute keinen verlieren. So, also für alle, die Raid Battle nicht kennen. Obwohl das schon ein ziemlich geiler, ein Part ist, der schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Aber man weiß ja nie, was YouTube euch vorschlägt. Vielleicht ist es euer erster Part. Dann erkläre ich das Ganze nochmal kurz. Und zwar bei Raid-Kämpfen ist der Gegner am Anfang relativ einfach und wird mit der Zeit immer schwerer. Wobei der jetzt schon ziemlich reinhaut. Also der ist auch Base jetzt schon auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, hat halt nur keine Buffs. So, und mach dich ab. So. Genau, ich kämpfe mit 5 Charakteren. Mein Gegner ist alleine. Er wird stärker, ich nicht. Also ich bekomme keine Stat-Buffs. Das Einzige, was ich mir eventuell mal gebe, ist tatsächlich... Aua. So Abilities, damit ich mit dem letzten Ding vielleicht Clashes und sowas machen kann. Damit das ein bisschen ausgeglichener ist, aber der hat halt immer noch OP-Werte und was weiß ich. Okay, das war der erste Gegner. Jetzt gehen wir in Stufe 2. Und wir kennen das Ganze ja schon. Also entweder geht's hier ganz schnell oder ich weine. So, und wir gehen auch noch nicht in Super Saiyan oder ähnliches. Dabra hat da Nummer 2 an der Stufe und Nummer 3 ist die letzte Stufe. Und das wird auch wieder gottlos. Also wirklich, das wird richtig gottlos. Wie immer könnt ihr auch gerne wieder in die Kommentare schreiben, was ihr euch für Kämpfe wünscht. Ja, okay, chill. Er kickt mich halt direkt weg. Ich weiß nicht, so was ich werde. Ah, Ultimate. Jawohl. Oh, ich bin zu langsam. Aua. Aua. Boah, ich bin halt gar nicht drinne gerade. What? Hä? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Hallo, ich drücke alles. Hallo. Oha. What the fuck? Schon wieder? Er zählt halt nicht mal, wenn ich drücke. Ich werde jetzt erstmal blocken. Es reicht! Oh Gott. Wenn man nicht drinne war in der Steuerung, ist das echt schwierig hier. Nein! Okay, komm los, Burst Rush. Oh mein Gott. Okay, ich warte immer so auf die Konter eigentlich. Super Special Beam Cannon!
Oh mein Gott, er ist sogar direkt in mir. Wie geil. Ich blocke. Oh, ich weiche sogar aus. Oh. Okay, ich bin jetzt Beast Gohan. Also ich bin relativ... Also Beast Gohan ist einfach OP. Und da ist der Konter. Oh. Oh. Das Timing. Das Timing. Ah. Oh. Verkackt. Aua. Nein, Gohan! Du Monster! Das werde ich nicht auf mir setzen lassen! Kamehameha! Na, warte! Was hast du getan? Na, warte! Er kommt einfach mit Schwert. Er kommt mit Schwert zur Boxerei. Was ist das? Gohan! Ich werde dich rächen! Junge, was ist los? Hallo? Oh mein Gott. Er kommt wieder mit Schwert. Hallo? Junge, hör doch auf. Boah, Alter. Ein sehr interessanter Kampf hier an der Stelle. So. Hat er das drauf? Ja, hat er. Deswegen, Instant Kamehameha! Ja! Perfekt positioniert. Und, ah ja, okay, das ist klar, dass das ein Treffer ist. Ich bin tot. Ausgelöscht. Ich lebe. Ich kann ihn nicht blocken. Ehrenlos. Oha. What the fuck? Ich kann ihn nicht blocken. Interessant, dass der trifft. Oh nein. Oh. What the hell? Dabra ist echt kein leichter Gegner. Nur ist es mir egal. Ich bin der Prinz aller Saiyajin. Du hast dein Training vernachlässigt. Kakarot musste wieder in die Other World. Jetzt denkst du, wer du bist. Ja. Gabst du den Prinz der Saiyajin? Ja. Ja! Erbärmlich. Und du sollst ein Dämonenkönig sein? Ich zeig dir einen wahren Dämon. Geh mir aus den Augen! Double Galagon! Sorry, but I'm not quite nice like Kakarot. So, okay, wir haben die zweite Stufe geschafft. Jetzt kommt Stufe Nummer 3. Okay. So, dann möchte ich mit Goku auf jeden... Also mit Gohan will ich auf jeden Fall schon mal in Ultimate gehen. Mit Goku gehe ich in den God. Mit Vegeta bleibe ich tatsächlich Base, weil er tatsächlich Base ein richtig gutes Moveset hat. Kid Buu ist Kid Buu. Und Majin Vegeta ist halt Majin Vegeta. Okay, mal gucken, ob wir das damit... First Try wäre natürlich geil. Aber jetzt kommt das Krasse. Der ist in allem gebufft. Clash kann ich komplett vergessen. Er regeneriert Leben. Und hat fucking viel Leben. Angriff und Verteidigung und Ki-Angriff und Ki-Aufladung. Also, der Typ ist komplett OP. Alle Stats auf Max. Und hat super Armor. Das habe ich vergessen, doch zu sagen. Wäre ja zu einfach. Aua. Aua. Oh nein, ich bin aufgestanden, ne? Fuck. Ja, guckt euch den Damage an rechts. Ich bin wahrscheinlich jetzt schon so gut wie tot. Ja, alles klar. Ja, okay. Und die blaue Leistung hat er natürlich auch gefüllt.
Das ist ja klar. Und ich liege auf dem Boden und ich bin gnadenlos ausgeliefert. Ich kann nichts machen. Gohan hatte absolut keine Chance. Gohan! Ich räche dich! Was ist ein Dämonenkönig im Gegensatz zu einem Gott? Oh Gott. Ja, schön. Wow. Ich lade halt relativ schnell Ki. Oh mein Gott. Nein! Das war's. Goku einfach dead. Auch keine Chance. Junge, was ist mit Dabra los? Der macht es ja absolut fertig. Goku, weich aus! Ah! Er lebt. Oh mein Gott. Bin ich schnell genug? Nee. Alter. Das ist halt wirklich sein stärkster Angriff. Und er macht mir fast 30.000 Schaden. What the fuck? Herr Kakarot, du hast dein Training vernachlässigt. Genauso wie Gohan. Ja! Take this! Alter. Man, es sieht aber auch kein Land gegen ihn. What the hell? Vegeta, nein! Ach, ich kann das ja gar nicht dodgen. Oh mein Gott. Bitte bleib liegen. Bitte bleib liegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Muss er das jedes Mal machen? Aua. Ja, spam halt dein Ki. Komm. Alter, verdammt! Ich hab nur auf sein Keyblast geachtet. Ekelhaft. Okay, Kippu. Los geht's. Oh mein Gott. Alter, nee, ne. Kann ich mal blocken, gefühlt. Ja! Oh. Junge! Ich hab keine Chance. Hallo, ich lieg auf dem Boden. Beruhig dich mal. Hallo. Alles klar. Okay, er beruhigt sich halt gar nicht. Also gegen Dabra sehen wir ja gar kein Land. Was ist mit ihm? Ich spiel schon so gut ich kann. Ja, 30.000 Schaden, okay. Schön mal. I crush you. Ey, dass er After Image Strike hat, ist halt auch so ekelhaft. Ich hasse diesen Move. Alter. Toll. Bitte. Ich habe nur noch eine Möglichkeit. Eine Hoffnung. Nein. Nein. Trust. Bulma. Even you, Kakarot. I do this for you. Yeah! Stell dir mal vor, das wäre in der Buu-Saga passiert. What the fuck? Dabra ist einfach gedodged, hat Full Life die ganze Zeit. Wir konnten nichts machen. Was war das? Was für ein kranker Typ. Okay. Dann ziehen wir jetzt die anderen Geschütze auf. Ah, okay, der hat nichts. Okay, er hat halt gelitten, aber mit dem fangen wir eh an. Wobei, warte mal doch. Eine Sache können wir machen. Es wird Zeit für das Biest. Goku? Da. Jetzt können wir in Clashes reingehen mit Goku. Wir könnten ihn auspacken, das wäre aber wack. Wir brauchen schon jemanden, der Nahkampfangriffe hat. Ja, nehmen wir doch lieber den. So, Kippu. Der hat das, glaube ich, gar nicht, ne? Doch, hat er, lol. Okay.
Und ich glaube, Marge wie geht das aber nicht. Macht ja auch keinen Sinn, wenn ich mit ihm ulte. Ja, versuchen wir so. Mal gucken, ob das was wird. Ansonsten hat Dabra halt gewonnen. Dann war der Dämonenkönig zu stark. Zumindest in der dritten Stufe. Aber mir reicht es immer, wenn wir die zweite zumindest schaffen. Let's do this. Darauf habe ich gewartet. Was du kannst, kann ich auch. Jetzt aber. Hä? Wie ist das möglich? Alter. Oh mein Gott. Ich blocke. Oh mein Gott. Oha! Was er macht? Trifft halt auch nicht mit einem Move, ne? Verdammt. Das war's. Alter! Keine Chance! Ich treffe halt auch nicht. Aber wir haben jetzt Max Power. Und der trifft sogar, der Move. Wenn ich einfach stehen bleibe, dann... Ah, okay, dann Full Power Modus. Ja, klar. Habe ich irgendeinen Move? Ich habe Godbind. Okay, warte mal. Das wird eine Kombination. Nein! Das sollte ich genau andersrum machen. Verdammt! Ja! Ja! Nimm das! Oh mein Gott! Ich habe so reingeballert in diese Taste. Das war's irgendwann. Ist mein Controller einfach tot. Ja! Dragon Fist! Kann ich schon rausgehen? Back up, Freak! Take this! The Ultimate Combo! Okay. Let's go! Ja! Jawohl! Okay, ja, also dieser Vegeta ist halt wirklich der Raid-Boss-Killer. Ihm ist scheißegal. Er ist der Prinz der Saiyajin. Und er wird niemandem erlauben, sich mir in den Weg zu stellen. Niemanden. You're done. Dämonenkönig oder nicht. Es gibt keinen Gegner, der ihm das Wasser reichen kann. Nimm das. Er kassiert nur noch Prügel. Ich bin einfach zu schnell. Zurück dann! Er hat keine Chance. Die! Ja! Ich bin der Prinz der Saiyajin! Du siehst kein Land! Ja! Und ich benutze nicht mal den Ultra Ego! Final Flash! So. Vanishing Ball. Ups. Das war zu stark. Sorry. Okay, ich habe eine Idee. Vanishing Ball. Oh mein Gott, er hat doch eine normale Rush Attack? Nee, war seine Ult. Aua. Ah!
What? Er hat einfach getankt. I crush you! Oh! Er hat's getroffen. What's wrong? I'm the Prince of all Saiyans! Oh nein. Look like it's my turn! Gravity Bash! Yeah! Kamehameha! Ah! Oh nein! Ich hab die falsche Taste gedrückt! Nein! Go, go! Ja! Okay, du willst es nicht anders. Take this! Ja! Ich bin ein stolzer Saiyajiner von der Erde! Nimm das! Ja! 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 Dragon Fist! Und wir haben es geschafft. Woo! Okay. Damit würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Part. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert gerne, welche Gegner ich als nächstes bekämpfen soll. Bis dann und ciao, euer Phylexer. Haut rein!